Der Herr ist auferstanden. Amen und Halleluja. Ja, Jesus ist auferstanden. Wie wunderbar, und er lebt bis heute. Und heute dürfen wir das gemeinsam feiern. Der höchste Feiertag, den wir als Christen kennen. Wir feiern, dass Jesus nach Karfreitag nicht im Grab blieb, sondern er lebt, dass er auferstanden ist. Wie aber ist das genau vonstatten gegangen? Tatsächlich haben wir keinen Bericht über die Auferstehung selbst, wie genau Jesus auferstanden ist. Wir haben nur Berichte, wie das leere Grab vorgefunden wurde und wie Jesus dann selbst den Menschen begegnet ist. Und die logische Konsequenz daraus ist, dass er auferstanden ist. Aber wir haben keinen Bericht, der zeigt, wie genau er das gemacht hat. Und einen dieser Berichte über das Vorfinden des leeren Grabes, den werden wir heute Morgen zusammen anschauen. Es ist der Bericht, den Lukas aufgeschrieben hat, in Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Ich lese ihn aus Gottes wunderbarem, lebendigen Wort. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Und wir werden heute in diesem Text drei Perspektiven miteinander anschauen. Zunächst werden wir uns die Perspektive von Petrus genauer anschauen, dann die Perspektive von Maria Magdalena und schließlich die Perspektive von dir und mir heute. Versetzen wir uns also zuerst in die Lage von Petrus. Er hat zu den wenigen Jüngern gehört, die echt nahe an Jesus dran waren. Er hat miterlebt, dass Blinde sehend wurden, Lahme gehend. Er hat erlebt, dass Aussätzige rein wurden. Er hat Wunder über Wunder erlebt. Ja, er hat sogar miterlebt, wie Jesus auf dem Berg der Verklärung in seiner ganzen Herrlichkeit da war. Und jetzt ist dieser Jesus tot. Er ist gestorben vor 2 Tagen. Und der Schock, der muss noch tief sitzen. Ja, nicht nur das, dass Jesus gestorben ist. Petrus selbst hat Jesus in der Nacht vorher 3-mal verraten. Und er kann es jetzt nicht wieder gut machen, denn Jesus ist tot. Er hat geleugnet, Jesus zu kennen, mit ihm unterwegs gewesen zu sein. Dabei hatte Petrus so große Hoffnungen. Endlich haben sie den Messias gefunden. Doch es scheint so,
als wäre dieser nicht der gewesen, für den ihn Petrus gehalten hat. Denn Jesus ist ja jetzt gestorben. 3 Jahre seines Lebens hat Petrus investiert. 3 Jahre, in denen er mit diesem Wanderprediger mitgelaufen ist. Und jetzt alles weg. Alles in Luft aufgelöst. Die Lebensgrundlage, ja, das Lebensfundament ist weggebrochen. Jetzt ist natürlich die Frage da, wie geht es weiter? Wie weiter nach diesem grausamen Umbruch? Was soll ihm jetzt noch Halt geben? Soll er zurück in den Beruf? Zurück als Fischer? Doch Jesus hat Petrus gesagt, du sollst nicht mehr Fischer sein, sondern Menschen fischen. Irgendwie komisch, jetzt in diesen Beruf zurückzugehen. Im Moment ist sowieso ja noch das Passafest, bei dem er in der Stadt Jerusalem sein muss. Und dieses Passafest, das vollbringt er mit den anderen Anhängern von Jesus zusammen. Doch die Stimmung, die könnte echt besser sein. Ja, die Frauen sind auch nicht mehr da. Die sind am Morgen losgezogen, um Jesus zu balsamieren. Ja, was soll man nur tun, wenn alles wie weggeblasen scheint? Wenigstens diese letzte Ehre können sie ihm ja noch erweisen. Aber diese Lehre, die breitet sich weiter aus unter den Jüngern, und in diese Lehre kommen jetzt die Frauen aufgeregt zurück. Sie erzählen, was sie auf dem Weg zum Grab und dort selbst erlebt haben. Aber die Stimmung unter den Jüngern hebt dies nicht sonderlich. Schließlich sind das ja nur Frauen. Klammerbemerkung, Frauen durften in der Antike nicht als Zeuginnen aussagen vor Gericht, weil man ihnen nicht zutraute, die Wahrheit zu sagen. Heute sind wir hier zum Glück weiter, und heute wissen wir, ja, die haben wirklich die Wahrheit gesagt, aber Klammer zu. Die anderen Jünger, die sehen das bloß als leeres Geschwätz und glauben nichts von dem, was hier gesagt wurde. Petrus aber, er ist neugierig geworden. Er läuft zum Grab und er überlegt sich, was ist, wenn der Leichnam wirklich weg ist? Was dann? Und er kommt bei diesem Grab an und tatsächlich, der Leichnam ist weg, das Grab ist leer, nur die Leinenbinden liegen noch da. Und voller Verwunderung geht er wieder fort. Und ich denke, er fragt sich spätestens jetzt, was ist da bloß geschehen? Das Grab ist leer. Warum ist das Grab leer? Ich denke, er könnte auf maximal 2 Möglichkeiten kommen. Erstens, Jesu Leichnam wurde aus dem Grab gestohlen. Doch warum sollte dann jemand die Leinenbinden entfernen, wenn er den Leichnam stiehlt? Das ist ja einerseits völlig unhygienisch und andererseits wissen wir aus dem Johannesevangelium, dass diese nicht nur da lagen, sondern schön zusammengefaltet waren. Warum würde es, also wer, der noch ganz bei Trost ist, würde sich diese Zeit nehmen, die Leinenbinden zusammenzulegen, wenn doch draußen die Römer warten auf den Dieb? Also die sind ja doch immer noch da. Wer würde das machen? Die zweite Möglichkeit ist, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Dann würde das, was die Frauen gesagt haben, wirklich stimmen. Aber das geht doch nicht. Klar, Jesus hat, als er gelebt hat, große Wunder getan, aber niemand, kein Prophet und auch sonst niemand konnte Wunder tun, sogar nach seinem Tod. Und wie hat Jesus bloß den Stein von innen weggerollt? Petrus verbleiben die Zweifel, bis er zu Hause war. Er läuft verwundert weg, aber eins ist sicher, das Grab, das war leer. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein leeres Grab gesehen habt, so in echtem Leben, in real life, würde man bei den Jungen sagen. Ich habe das noch nie erlebt, aber ich denke, die Kinder, die können sich durchaus etwas darunter vorstellen, so ein leeres Grab, oder?
Das, ja, das kennt ihr. Und deshalb habt ihr jetzt eine Aufgabe. Ihr müsst uns Erwachsenen zeigen, wie dieses leere Grab ausgesehen haben könnte. Dafür könnt ihr rübergehen. Und da war dann meine Frau und Janisha wartet auch da. Also Baski und Janisha, zu Baski und Janisha könnt ihr gehen. Und die haben Salzteig mitgebracht. Da könnt ihr ein leeres Grab formen, vielleicht auch den Stein, von dem wir vorher gehört haben, und uns dann zeigen, wenn ihr fertig seid, wie das ausgesehen hat. Also alle Kinder, die dürfen jetzt rübergehen, esst den Teig nicht, er ist nicht genießbar. Und ihr dürft gerne auch in Ruhe basteln und weiter zuhören. Dann könnt ihr uns Erwachsenen zeigen, wie sieht so ein leeres Grab nur aus. Bovesal ist dort drüben. Okay, er findet sicher noch. Kommen wir nun zur Perspektive von Maria aus Magdala, oder wie sie bei uns bekannt ist, Maria Magdalena. Gehen wir also an den Anfangspunkt zurück. Jesus ist tot. Und Maria Magdalena, die hat alles mit angesehen. Sie blieb bis am Schluss unter denen, die zusahen, wie Jesus starb. Wie muss ihr da das Herz zerrissen worden sein? Und sie blieb sogar noch länger. Sie sah, wie Jesus ins neue Grab von Josef Arimathea gelegt wurde. Und nachdem Jesus eben ins Grab gelegt wurde, gehörte sie zu den Frauen, die sogar noch Salben vorbereitete, um Jesus einzubalsamieren. Wir haben es vorher in der Einleitung wunderbar gehört. So will sie Jesus, wenn schon, die letzte Ehre erweisen, der so viel für sie getan hatte. Ja, Maria, die hatte kein einfaches Leben. Jesus hat sie gleich von 7 Dämonen gerettet. Und auch sie hoffte, wie die Jünger, dass Jesus endlich der versprochene Messias ist, der das Land befreien würde. Und wenn jetzt dies alles nicht eingetroffen ist, wenn Jesus jetzt wirklich gestorben ist, dann will sie ihm, wenn schon, eben noch die letzte Ehre erweisen und seinen Körper einbalsamieren. Sie steht also in aller Frühe auf, wahrscheinlich etwa so früh wie diejenigen unter uns, die heute Morgen zur Ostermorgenfeier sich aufgemacht haben. Wahrscheinlich war sie auch weniger glücklich, als wir waren. Ich weiß nicht, wie ihr wart, aber ich war glücklich, als ich hierher kommen durfte. Sie war nicht so glücklich, sie macht sich auf den Weg zum Grab und unterwegs überlegt sie, wie soll sie bloß diesen großen, schweren Stein wegrollen, der viel zu schwer ist für diese wenigen Frauen, die dabei sind. Doch eben, als sie zum Grab kommt, große Überraschung. Der Stein ist weg, das Grab ist offen. Und sie kommen zum Grab und sie müssen direkt reingehen, weil das kann doch nicht sein. Was ist da bloß geschehen? Und der Leichnam, er liegt nicht mehr da, nein, er ist weg. Und weil es ja ein neues Grab war, das noch nie benutzt wurde, lag auch keine andere Leiche oder so da. Also es war einfach leer. Nichts war drin, außer eben den Leinentüchern. Aber Maria, sie weiß nicht, was das bedeuten soll. Und auf einmal wird sie geblendet, sie erschreckt, und da stehen 2 Männer in leuchtenden, hellen Gewändern bei ihnen. Sie wagt es nicht, sie anzublicken. Und die Männer, die sagen etwas Kryptisches, sie sagen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Es ist nicht sehr hilfreich, um mehr zu verstehen. Was soll das bloß bedeuten? Ja, Jesus ist doch tot. Natürlich suchen sie ihn bei den Toten. Jesus ist gestorben. Und der Engel fährt fort, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und jetzt klingelt etwas bei ihr. Das kommt ihr bekannt vor. Doch was war da bloß? Was kommt ihr da so bekannt vor? Und der Engel fährt fort und sagt, erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Und jetzt ist es 50 Jahre gekommen. Stimmt. Das hat Jesus ihnen gesagt, als er noch mit ihnen unterwegs war. Maria kann sich erinnern.
Doch was hat das zu bedeuten? Irgendwie kann sie sich nicht ganz sicher sein. Aber auf alle Fälle müssen das alle Jünger auch erfahren. Sie geht zurück mit den anderen Frauen zu den Begleitern und Freunden von Jesus und erzählt es ihnen doch, das kann doch nicht wahr sein. Sie glauben es ihnen nicht. Sie sagen nur, ja, ihr wieder mit eurem Geschwätz. Wenigstens geht Petrus nochmal raus und überprüft, ob das Grab wirklich leer ist. Was soll das alles bedeuten? Maria versteht es nicht. Sie zweifelt. Ist Jesus wirklich auferstanden? Das ist doch nicht möglich, denn wenn ein Mensch tot ist, so ist er doch wirklich tot. Und das führt uns zur Perspektive für uns heute, für die heutigen Leser. Wir wissen natürlich mehr als diese zwei Protagonisten in diesem Bericht. Wir können weiterblättern und sehen, wie Jesus jeden Zweifel beseitigt hat, indem er ihnen begegnet ist. Es brauchte immer die Begegnung mit dem Auferstandenen, um die letzten Zweifel auszuräumen. Aber es ist wichtig für uns, auch wenn wir das lesen können, nachzuvollziehen, was die Menschen damals durchgemacht haben. Denn es ist nicht so, dass diese Menschen mit der Auferstehung von Jesus gerechnet haben. Ja, Jesus hat es ihnen angekündigt. Aber im Eifer des Gefechts, in der Stunde der Not, in dem Moment, als alles weggebrochen ist, können sie wohl keinen klaren Gedanken mehr fassen, und sie können sich nicht daran erinnern. Erst als die Engel den Frauen das in Erinnerung ruften und erst als sie den Auferstandenen selbst sahen, glaubten sie. Da wisst ihr, das Grab, das war wirklich leer. Das haben weder die Römer noch die Juden noch sonst wer angezweifelt. Denn wäre das Grab nicht leer gewesen, ja, so hätte man diese ganze irrsinnige Geschichte schnell widerlegen können. Die Jünger hätten erzählt, der Herr ist auferstanden. Und die Römer wären so gewesen, wer der hier? Nein, der liegt ja noch da im Grab. Aber nein, das Grab, es war leer. Und das führt uns eben zu zwei Möglichkeiten, auch aus unserer heutigen Sicht. Entweder haben die Jünger oder sonst wer den Leichnam gestohlen und dabei die Leinentücher zurückgelassen, schön gefaltet. Oder Jesus ist tatsächlich auferstanden, so wie wir das heute feiern. Wir wollen ganz kurz nur ein paar Gedanken uns machen, was wahrscheinlicher ist, ob Jesus auferstanden ist oder die Jünger den Leichnam gestohlen haben und alle hinters Licht führen, bevor wir uns dann überlegen, wenn wir das heute so lesen und Jesus wahrhaftig auferstanden ist, was bedeutet das für uns? Gehen wir zu den zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Leichnam Jesu geklaut worden oder Jesus ist wirklich auferstanden. Denn was klar ist, ist, das Grab war leer. Und was auch klar ist, ist, Jesus ist wirklich gestorben. Es gab sehr viele Augenzeugen, die das gesehen haben, schaulustige römische Soldaten. Und die Römer, die wussten genau, was sie tun. Also es ist nicht so, dass sie da Anfänger gewesen wären, sondern die sind sehr erfahren gewesen bei Kreuzigungen. Und am Schluss haben sie ja sogar zur Sicherheit noch den Speer durch die Seite von Jesus getrieben, durch die Lunge und das Herz. Er hätte das niemals überleben können. Jesus war also wirklich tot. Und die Jünger, die waren so verzweifelt wegen diesem Tod, dass sie nicht mehr weiter wussten und auch den Frauen nicht glauben wollten, die ihnen davon berichteten. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass dieser verängstigte Haufen Menschen dann 50 Tage später an Pfingsten einfach so auf die Straße geht und allen berichtet, Jesus ist auferstanden, wenn sie diesen Leichnam einfach gestohlen hätten. Denn wer sollte ihnen glauben? Sie riskieren Leib und Leben für so eine Lüge. Denn nur sehr kurze Zeit später sterben die ersten Jünger von Jesus, weil sie an den Auferstandenen glauben. Sie bräuchten das nur zu verleugnen und sie würden weiterleben. Und am Schluss sind von diesen 12 Aposteln bis auf einen
alle für diese Botschaft getötet worden. Und trotzdem beharren sie dabei, selbst als sie deswegen sterben müssen. Ja, sogar Petrus, der uns hier im Text als Zweifler begegnet, er wurde über Kopf gekreuzigt nach der Tradition, weil er es sich nicht selbst als wert erachtete, auf dieselbe Weise zu sterben wie sein Herr und Heiland. Und wie wird aus so einem Zweifler, aus so einem, der Jesus verleugnet hat, nur um vor den Menschen gut dazustehen, einer, der sich auf dem Platz in Rom über Kopf kreuzigen lassen würde, nur wegen einer Lüge? Er stirbt auf die grausamste Art und Weise, also eine Kreuzigung ist an sich die grausamste Art und Weise, und Petrus sagt, okay, machen wir das Ganze noch über Kopf, noch grausamer, warum? Wegen einer Lüge? Ich denke, das kann nicht möglich sein, dass jemand aufgrund einer Lüge so weit gehen würde. Und schon 2 oder 3 Jahre nach der Auferstehung gibt es das erste Glaubensbekenntnis, das uns in 1. Korinther 15, 3-6 aufgeschrieben wurde. Da steht, Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Paulus schreibt dieses Glaubensbekenntnis, das eben schon sehr kurze Zeit nach dem Tod und Auferstehung von Jesus aufgeschrieben oder gesagt wurde, dann etwa 20 Jahre später auf, und da leben die meisten dieser 500 Augenzeugen noch. So schnell war also klar, Jesus ist wirklich auferstanden. Und es hat so viele Zeugen, die das bestätigen können. Paulus fordert hier die Korinther auf, wenn ihr das nicht glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dann geht nach Jerusalem. Fragt die 500, die ihn gesehen haben, die werden es euch bestätigen. Denn er hätte ihnen ja noch keine Fotos oder keine Videos zeigen können von Jesus, der da rumläuft. Aber man glaubte trotzdem jemandem eine Geschichte, wenn er einen Augenzeugen vorzeigen konnte, der das bestätigen kann. Paulus hat dafür mehr als 500. Und zudem habe ich ja vorher schon erwähnt, dass Frauen zur damaligen Zeit nicht als Zeuginnen vor dem Gericht aussagen konnten. Warum sollten die Jünger also, falls sie wirklich diese List ausgeheckt hätten, den Leichnam geklaut haben und allen erzählt haben, Jesus ist auferstanden, auch wenn sie einfach den Leichnam gut versteckt haben, diese Schmach zulassen, dass Frauen das leere Grab zuerst entdeckten und dann auch noch Jesus sich ihnen zuerst gezeigt hat? Das wäre sehr unlogisch, da dies ja vor Gericht nicht mal Bestand hätte. Und alle sagen könnten, ja, das sind ja nur Frauen, also nur Frauen, die das gesagt haben. Es wäre viel einfacher gewesen, wenn einfach Petrus der Erste gewesen wäre, der das Grab entdeckte und dem Jesus begegnet ist. So viel zur kurzen Betrachtung, was wahrscheinlicher ist, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder ob sie den Leichnam einfach gestohlen haben. Und jetzt gehen wir davon aus, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dann kommen wir zur zweiten und für mich unglaublich viel entscheidenderen Frage, nämlich, was bedeutet das für uns? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, hat das noch Auswirkungen für uns. Und die erste ist, Jesus lebt noch heute, du kannst ihm begegnen. Wenn Jesus damals auferstanden ist und er nicht nur zum Leben erweckt wurde, wie zuvor Lazarus, dann bedeutet das, er ist der wahre Herr über Leben und Tod. Er ist der wahre Gott und vor allem, er ist der lebendige Gott. Du kannst ihm auch heute noch begegnen. Wie? Du darfst zum Beispiel gerne mit ihm reden in einem Gebet. Du darfst dich an ihn wenden bei Sorgen, bei Nöten, aber auch, wenn es dir gut geht. Er ist da, er hört dir zu. Zudem begegnen wir ihm im Lobpreis, in den Liedern, die wir vorher gesungen haben.
Oder auch besonders begegnet er uns durch sein Wort. Vielleicht gerade jetzt durch die Predigt oder sonst, wenn du sein Wort, die Bibel liest. Aber er ist lebendig bis heute. Aber viele Menschen machen bis heute auch noch den gleichen Fehler wie die Frauen damals. Sie suchen den Lebendigen bei den Toten. Die Menschen meinen, sie können ihr Leben füllen mit eigentlich guten Dingen, die ihnen aber doch letztlich nicht den Halt geben, den sie sich davon erwarten. Sie füllen ihr Leben beispielsweise mit menschlicher Liebe. Das wird wie Gott, dem sie alles unterordnen, dem sie alles opfern, und plötzlich stirbt jemand. Oder es gibt eine Scheidung und das Fundament, es bricht weg. Dieser Gott ist tot. Oder die Menschen meinen, sie können ihr Leben füllen mit der Karriere. Das wird ihr Gott, das Geld wird ihr Gott. Sie ordnen dem alles unter. Sie opfern Zeit, sie opfern Energie, alles in ihre Karriere. Sie vernachlässigen alles andere nur noch für die Karriere. Und plötzlich geschieht ein Unfall. Man wird arbeitsunfähig oder man erhält die Kündigung völlig überraschend aus blauem Himmel. Dieses Fundament, es bricht weg. Dieser Gott ist auch tot. Und da gibt es noch so viele Beispiele. Auch bei Petrus hat es so ausgesehen, als wäre das Fundament weggebrochen. Aber da gibt es einen riesigen Unterschied. Ja, dieser Gott, der eine Gott, er war tot, aber er ist wieder auferstanden und er lebt bis heute. Das Fundament, es war stabil. Petrus hat es nur in seinem Zweifel und seinem Unglauben nicht mehr gesehen. Dieser Gott, der wahre Gott, er hat den Tod besiegt, er ist lebendig. Christus ist das stabile Fundament, das nie wegbricht. Bau dein Leben auf ihm auf, dem Felsen, der hält. Er ist der lebendige Gott. Zweitens, wenn Jesus vom Tod ins Leben durchgedrungen ist, bedeutet das für uns heute, er hat den Tod besiegt. Denn die Bibel, die beschreibt den Zustand von uns Menschen auch als tot. Denn wir lehnen uns immer wieder gegen dieses Fundament, gegen Gott auf. Man nennt dies Sünde. Und wie in der Bibelstelle vorher vorgelesen, Christus ist für die Sünde gestorben. Er ist für unsere Sünden gestorben, wie wir an Karfreitag gefeiert haben, vorgestern. Denn er hat diese Auflehnung, er hat diesen Widerstand der Menschen gegen Gott auf sich genommen und er hat diese Auflehnung durch seine Auferstehung besiegt. Er, der nie einen Fehler gemacht hat, nahm dies auf sich, weil er uns so sehr liebt. Im Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt dich so sehr, dass er Jesus hingab für dich. Und für deine Sünden ist er gestorben. Er ist dafür gestorben, dass diese Trennung zwischen Gott und dir aufgehoben wird. Wisst ihr, Gott ist der Lebensspender. Nur durch ihn können wir leben. Durch die Aufhebung dieser Trennung dürfen auch wir in Ewigkeit leben. Die Alternative ist, dass wenn wir uns in dieser Welt gegen ihn auflehnen, in unserem Leben gegen ihn auflehnen, wir uns auch einmal in der Ewigkeit weiter auflehnen werden und dann in der Gottferne leben. Denn Gott gibt dann den Menschen das, was sie sich im Leben gewünscht haben, dass Gott nicht existiert. Und das bedeutet für sie den Tod, den ewigen Tod, die Hölle. Jesus ist vom Tod zum Leben durchgedrungen und zeigt uns somit, dass es für uns auch heute noch möglich ist, dank seinem Tod am Kreuz von Golgatha und besonders seiner Auferstehung. Denn Paulus, er sagt es ganz treffend in 1. Korinther 15, Vers 14, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube
vergeblich. Wenn man die Auferstehung weglässt, so ist der Glaube vergeblich. Wir bauen auf diese Auferstehung, weil sie uns zeigt, nur durch sie ist es möglich, vom Tod ins Leben durchzudringen. Kommen wir zum dritten Punkt, was es für uns bedeutet. Es bedeutet auch für uns, wenn er wirklich auferstanden ist, dass er uns versteht und jetzt mit offenen, durchbohrten Händen auf uns wartet. Jesus hat dies alles durchgelitten wegen dir. Wisst ihr, Jesus ist nicht jemand, der uns nicht versteht. Vielmehr hat er die schlimmsten Schmerzen überhaupt ertragen. Und er ist danach wieder auferstanden. Egal wie du dich fühlst, wie schlecht es dir geht, Jesus versteht dich. Im Hebräerbrief steht es sehr schön geschrieben, Hebräer 4, Vers 15 heißt es, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus versteht dich, wie schlecht es dir auch gehen mag. Was für Versuchungen aller Art du auch ausgesetzt sein mögst, er versteht dich. Aber der Unterschied ist, auch in seiner tiefsten Not, in seiner schlimmsten Stunde, blieb Jesus absolut souverän und hat das Richtige getan. Er hat es bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz durchgezogen. Und weil er uns versteht, weil er am Kreuz alle Sünden, alles Versagen getragen hat, wartet er auch heute noch mit offenen, durchbohrten Händen auf dich. Denn die Bibel verspricht uns, dass wenn wir nach Gott suchen, nach dem Gott, der uns versteht, der uns liebt, dann werden wir diesen Gott auch finden. Wenn du also diesen Gott noch nicht kennst und das Gefühl hast, da ist niemand, der mich versteht, er versteht dich, er kennt dich und vor allem, er hat das Schlimmste überhaupt durchlitten, damit du ihn kennenlernen darfst und in eine Beziehung mit ihm eintreten kannst. Unverdient, aber absolut großartig. Wir haben also gesehen, das Grab, es war leer. Das Grab, es war leer. Das war jetzt das Stichwort. Aber ich sehe sie nicht wegen der Leinwand. Kinder, seid ihr schon fertig? Kinder, seid ihr schon fertig? Noch nicht? Kommen Sie, also. Ja, das Grab, es war leer. Es war wirklich leer. Wir werden es nachher gleich sehen können. Die ersten Zeuginnen und Zeugen, die haben das nicht auf Anhieb verstanden, denn sie haben auch nicht damit gerechnet. Voilà, schaut jetzt mal. Jetzt kann ich das auch nicht zeigen. Was ist da drin? Ist etwas drin? Ist leer? Ganz leer? Ja. Eben, seht ihr. Hey, es ist wirklich leer. Das habt ihr mega schön gemacht. Und Kinder, das dürft ihr jetzt nach Hause nehmen, dort trocknen lassen, dann könnt ihr das in eurem Zimmer aufstellen oder auch noch verzieren und so weiter. Das Grab, es ist wirklich leer. Und Erwachsene, wenn ihr es nicht glaubt, geht nachher schauen. Es ist wirklich leer. Merci vielmals, Kinder. Ihr dürft Gott die Hände waschen, die was noch nicht gemacht haben, und dann wieder an Platz gehen. Schon dreimal gemacht, sehr gut. So ist es recht gut erzogen. Das Grab, es ist wirklich leer. Und eben die ersten Zeuginnen und Zeugen, die haben das nicht auf Anhieb verstanden, aber ihnen und auch uns wird durch die Auferstehung von Jesus etwas möglich. Wir können durch seinen Tod und vor allem seine Auferstehung zu Gott kommen und im Frieden mit Gott leben. Wenn du das noch nicht erlebst, aber es auch gerne erleben möchtest, komme doch nach diesem Gottesdienst auf mich zu oder auch auf Joshua zu. Wir nehmen uns gerne Zeit während dem Gemeindekaffee, trinken etwas mit euch und sprechen gerne
mit euch und beten vor allem auch mit euch. Und auch das möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Predigt gerne machen und mit uns beten. Jesus, du bist der lebendige Gott. Danke dürfen wir dir auch heute noch begegnen. Danke verbirgst du dich nicht. Danke lebst du. Danke hast du unsere Sünden am Kreuz von Golgatha getragen, aber du bist nicht im Grab geblieben. Nein, du bist auferstanden. Du hast die Sünde, den Tod besiegt, du hast den Weg freigemacht zum Vater. Danke dürfen wir dank diesem großen Opfer nun im Frieden mit Gott leben. Amen. Als Antwort auf diese Predigt singen wir ein Lied und stehen dazu auf.